Das übergeordnete Ziel unseres Forschungsprojekts ist es, herauszufinden, wo es im Sommer in der Stadt Bern wie heiß wird. Das machen wir mit Daten von unserem Temperaturmessnetz, das etwa 80 Stationen in der ganzen Stadt Bern umfasst. Oder aber wir werten die Daten von Satelliten aus oder wir lassen Stadtklimasimulationen laufen und werten diese aus. Ein zweites Ziel ist es aber auch herauszufinden, was denn gegen Stadthitze unternommen werden kann. Also wie groß denn der Effekt beispielsweise von Abkühlungsmaßnahmen ist. Und ein drittes Ziel ist es, Wege zu finden, wie die Stadtbevölkerung sensibilisiert werden kann und sich hoffentlich gegen das Gesundheitsrisiko Hitze in Städten wappnen kann. Aus Sicht der Grundlagenforschung ist unser Projekt bedeutsam, da wir hochaufgelöste Temperaturmessdaten aus Städten liefern können. Solche Daten sind oftmals sehr selten und vor allem auch recht teuer in der Generierung, also in der Gewinnung. Und mit diesen Daten können beispielsweise dann Forschende den Effekt des Klimawandels und den Effekt der Urbanisierung auf die Stadthitze analysieren und voneinander trennen und beispielsweise Klimasimulationen mit unseren Daten evaluieren. Zum anderen ist es aber auch aus angewandter Forschungssicht relevant, denn wir liefern wichtige Daten dazu, wie effektiv denn eben eine Maßnahme ist. Und damit lassen sich beispielsweise Simulationen zu Abkühlungsmaßnahmen validieren. Die Gesellschaft kann von unserer Forschung auf ganz unterschiedliche Art und Weise profitieren. Zum einen unterstützen wir beispielsweise die Stadtplanung darin, eine möglichst lebenswerte und zukunftsfähige Stadt Bern zu gestalten. Und das kommt dann hoffentlich früher oder später der ganzen Bevölkerung zugute. Wir informieren und sensibilisieren aber auch aktiv zu den Themen Klimawandel allgemein, wie auch zum Thema Gesundheitsrisiko Hitze in der Stadt. Wir organisieren informative Spaziergänge oder aber halten Vorträge. Und wir haben beispielsweise kürzlich eine App, sie nennt sich Bernometer, entwickelt, wo man nachschauen kann, wie heiß ist es aktuell oder dann auch in der nächsten Nacht in meinem Quartier und was kann ich tun, um mich vor dieser Hitzebelastung zu schützen. Mich persönlich fasziniert vor allem der lokale Bezug dieses Forschungsprojekts, denn das Forschungsprojekt spielt sich in der Stadt Bern, der Stadt, in der ich lebe, ab. Und ich habe dadurch Bern nochmals auf eine ganz neue, sehr, sehr tiefgründige Art und Weise kennengelernt. Zum anderen stößt das Forschungsprojekt in der Bevölkerung, in der Politik, aber auch bei anderen Forschenden auf sehr, sehr viel Interesse und bietet dann eben die Möglichkeit, durch diese sehr interdisziplinäre Thematik auch mit Forschenden aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuarbeiten, beispielsweise aus der Biologie, aus der Medizin oder auch aus der Informatik. Und dieses Abwechslungsreiche ist ebenfalls etwas, das ich sehr, sehr schätze und das mich sehr, sehr faszinierend. Eine der größten Herausforderungen liegt darin, zum richtigen Zeitpunkt genügend Leute für beispielsweise die Datenerhebungen zu haben. Denn unsere Forschung fokussiert oftmals eben auf die schönsten Sommertage, dann, wenn es sonnig und wenn es heiß ist und dann, wann man eben vielleicht lieber in der Badi oder an der Aare wäre. Oftmals sind viele Leute in den Ferien während der Sommermonate und es ist oftmals auch nicht ganz so gut prognostizierbar, wenn dann genau die richtigen Momente, die sonnigen Tage kommen und dann muss man sehr, sehr kurzfristig bereit sein, genügend Leute haben, die messen und die Bereitstellung bzw. die Suche nach genügend Human Resources zum richtigen Zeitpunkt mitten im Sommer ist da doch oftmals nicht ganz so einfach.
Unser Forschungsprojekt finanziert sich auf unterschiedlichen Wegen. Beispielsweise unterstützen uns die Stadt Bern, die Gemeinde Ostermundigen oder auch der städtische Energiedienstleister EWB beim Aufbau und Betrieb des Messnetzes. Andererseits sind wir auch teilweise eigenfinanziert. Das heißt, das Oeschger-Zentrum für Klimaforschung finanziert einen Teil unserer Forschungs- und auch Lehraktivitäten. Und dann haben wir verschiedene Teilprojekte, die wir wiederum mit Drittmitteln finanzieren, beispielsweise über nationale und internationale Forschungsfonds.